Ein Seeadler in seiner ganzen Schönheit. Genau dieser hatte kürzlich eine unliebsame Bekanntschaft mit einem Windkraftrad in der Nähe von Miste gemacht. Das über 5 Jahre alte Weibchen hatte sich in einem Wildpark einen Flügel gebrochen. Schwer verletzt kam dieser Seeadler in die Haldenslebener Praxis von Andreas Pohl. Über 4 Wochen wurde er mit Verbänden stabilisiert, bis alles wieder gut verheilt war. Nach der erfolgreichen Behandlung wurde der Greifvogel im Biosphärenreservat Trümmling fürsorglich aufgepäppelt. Thomas Klöbern hat sich in Camp Kahorst 4 Wochen um den verletzten Vogel gekümmert, gemeinsam mit Tobias Schuchert, der Tiermedizin im 10. Semester studiert, war nun ein Tag der großen Freude gekommen, nämlich die Freilassung des Seeadlers. Naja, dann sieht man, dass die Mühen, die man in das Tier investiert hat, dass es wieder alles zusammenhält, die Knochen. Da freut man sich eben dann über die Arbeit, wenn die Tiere wieder in der Freiheit können. Ohne Behandlung wäre der Vogel sicherlich verhungert, fügte der 24-jährige Medizinstudent hinzu. Für ihn war es ein besonderes Erlebnis, die gesamte Heilung mitzuerleben. Es war natürlich ein großes Highlight für mich, unsere größte heimische Greifvogelart, den europäischen Seeadler, im Verlauf der tiermedizinischen Betreuung zu sehen und auch die geglückte Heilung der Flügelfraktur und somit ein großes Highlight des Praktikums. Gut verheilt konnte der Vogel nun also ausgewildert werden. Sie wissen, der Seeadler hat nicht nur kräftige, scharfe Krallen, sondern beißt mit seinem großen gelben Schnabel auch zu. Der Ranger öffnet die Transportkiste. Der Vogel bleibt noch eine ganze Weile in der Kiste sitzen, bevor er sich etwas später mit kräftigen Flügelschlägen in die Höhe begab. Gröber und Schuchert schauen zufrieden hinterher. Sie sind froh über die gelungene Mission, denn oberste Priorität haben, dass der Vogel in die Natur zurückkommt und auch überleben kann.